gleich sind wir im Arscho. Flupp. Oh, das ging aber schnell, ne? So, so eine Frau kann sich halt schnell umziehen, ne? Das gut, piepsen tut's immer irgendwie irgendwo. Witzigerweise draußen im All. Das macht jetzt auch relativ wenig Sinn. Jetzt versuche ich mal wieder, ob ich vielleicht noch durch den Lüftungsschacht ein bisschen sicherer vorankomme. Aber da geht, nee, geht genau in die andere Richtung, ne? Da, wo ich eigentlich nicht hin will. Kommt man eigentlich da in der Mitte durch? Eben, warum denn den Hauptgang benutzen, ne? Wenn es auch anders geht. So, ist das... Ist das der Mittelgang? Das ist auf jeden Fall zu, da geht's nicht weiter, ne? Das haben sie ja wieder intelligent gemacht, ne? Obwohl, warte mal, hier links? Nee, doch nicht. Das ist ja auch geil. Da haben sie einen fetten Gang. Lüftungsschacht und haben den tatsächlich getrennt, dass man da nicht durchlaufen kann. Ihr seid ja Sackgesichter. Damit es der Spieler nicht so einfach hat. Nee, ist schon klar. Das ist gesperrt. Super, jetzt gehe ich ja wieder zurück und dann doch durch den Hauptgang. Beziehungsweise großen Gang. Dann ist das so. Am Ende muss ich mich eh den Gesetzen des Spieles unterwerfen. So, und da blinkt doch was. Aber der ist noch ein Stückchen entfernt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, der ist ganz in der Nähe. Ja, und ich muss genau auf die andere Seite in das andere Büro, genau. Na gut, da vorne links geht's wahrscheinlich dann rein. Immer schön die Umgebung im Auge behalten. Ja, er ist mir auf den Fersen. Hatte ich das schon? Ethanol ist voll, gut. Ja, da wollte ich rein, mit dem grünen, leuchtenden Whatever. Genau das, wo ich hin muss. Ah, gut, dann wird das tatsächlich ein Terminal sein und da kann ich dann das Alarmsystem aktivieren. Alles klar. Das ist ein deutlich grün leuchtender Bildschirm. Alles klar. So, hier, da sind wir. Ruhige Hand. So. 1, 2, 3, 4. Puzzle gelöst in neuer Rekordzeit. Ziel aktualisiert. Entkommen Sie aus dem Labor. Nichts leichter als das, wenn der Sack wieder an den Fersen kriegt. Und dann wird er gleich wieder hoch. Gut. So, Ripley. Alles klar. Wir müssen zum Versorgungsgang zurück. Was ist der kürzeste Weg? Da. Da muss ich hin. Also am besten links durch die Tür raus. Und dann hoffentlich das Alien ins All gepustet. Jetzt wird es ja nochmal richtig spannend. Ist das schon das Ende des Spiels? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. So, da ging es ja nicht weiter. Da muss ich vielleicht hier durch, ne? Abkürzung. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen. Ja klar, der steht da, der Sack. Der steht da an der Tür. Das ist jetzt echt ungünstig, weil da wollte ich jetzt eigentlich lang. Das ist echt blöd, wenn du jetzt genau in der Ecke unterwegs bist, wo ich hin will, ne? Das ist taktisch echt ungünstig, deswegen treffen wir ausnahmsweise mal eine taktisch kluge Entscheidung und speichern das Spiel. Jawohl. So. Alles voll, aber egal, könnte ja nochmal irgendwas Brauchbares drin sein. Aber ansonsten scheine ich wirklich mein Inventar ziemlich voll zu haben. Jetzt bin ich wieder auf der Seite. Ja. Na gut. Es tut mir leid, Ripley. Nicht dein Ernst. Alter, ist er. Ganz gut, Tino. Ah, jetzt haben sie mich
mich mit abgesprengt, die Sackgesichter. Oh shit, Mann. Was kommt denn jetzt noch? Das sind ja kein Ende, ey. Alter. Ziel aktualisieren. Begeben Sie sich zur Luftschleuse. Alles klar. Amanda, es ist noch nicht alles verloren. Reiß dich zusammen. Ja, die ist natürlich genau auf der anderen Seite. Wer hätte es gedacht? Wäre auch mal was ganz Neues. Und der Xenomorph freut sich sicherlich genauso wie ich auf die Luftschleuse. Bloß, dass er nicht intelligent genug ist, sie zu bedienen. Lalala, eben war er noch da. Jetzt sehe ich nichts mehr. Also, Amanda, dann schauen wir mal. Wir schleudern hier auf jeden Fall durchs All. Inklusive Alien-Besatzung. So, nützt mir das was? Ach nee, es nützt mir wieder gar nichts. Ist ja wieder totaler Blödsinn. Ist ja wieder Blödsinn. Also, mitten durchs Verderben. Den Bewegungssensor im Anschlag. Aber dafür sind die großen Türen jetzt geöffnet. Also kann ich jetzt wahrscheinlich direkt hinterlaufen. Tja, und so groß ist die Kapsel hier nicht, also irgendwo muss er sein. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse. Das war genau da, wo ich natürlich hin will. Ist ja klar. Normalisieren Sie den Druck in der Luftschleuse. Ja, das natürlich auch noch. Logisch. Die Luftschleuse ist da. Und der Xenomorph steht genau davor. Na, ist das ein Spaß. Und jetzt muss ich bestimmt an die Tür, da genau, da sehe ich schon den Schalter da blinken, muss den Druck der Luftschleuse normalisieren. Ist er weg? Er ist weg. Also nutze ich die Gelegenheit. Ich muss da jetzt hin, den Schalter aktivieren. Dann werden sicherlich wieder ein paar Sekunden ins Land ziehen, bis der Druck normalisiert werden. Die Zeit muss ich natürlich auch wieder überleben. Ist klar. Da drin ist er. Und jetzt im Lüftungsschacht. Okay, ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit. Nützt ja alles nichts. Oh shit. Oh shit, komm, wir drücken jetzt einfach los. Weg. Bring ich sie nach. Uah! Alter! Ja, manchmal brauchen wir auch Schwein, ne? Jetzt konnte ich in der Hektik gar nicht lesen, was jetzt mein neues Ziel ist, aber wahrscheinlich muss ich jetzt, wie gesagt, einfach warten, bis sich der Druck normalisiert hat, ne? Alter, jetzt wird's ja nochmal richtig hektisch hier, ey. Ist das Finale? Fragezeichen? Ich weiß, wir werden es schaffen. Also, Amanda wird auf jeden Fall überleben. Doch wie? Und wann? Vor allem wann? So. Das Lämpchen an der Luftschleuse auf jeden Fall rot. Was? Begeben Sie sich zur Luftschleuse. Sie ist offen. Der Xenomorph ist nicht in der Nähe. Go, Amanda. Ah. Da ist er! Weg, du Sack! Oh, oh, oh! Schnell, schnell, schnell! Ah. Gleich sind wir im Arscho! Flupp! Oh, das ging aber schnell, ne? So eine Frau kann sich halt schnell umziehen, ne? So, da hinten ist die Kapsel, die inklusive Xenomorph vor sich hinfliegt. Und wir prallen dezent gegen die Sevastopol. So, jetzt haben wir was Greifbares. Genau das. Komm, was ist da los? Da oben. Und wie am Anfang des Spiels gibt es sicherlich wieder einen Notschalter, der uns die Luftschleuse von außen öffnen lässt. Sozusagen wie der Schlüssel unter dem Blumenbeet. Oder unter dem Fußabstreifer. Ah, für alle, die den Schlüssel vergessen haben. So, kommen Sie rein, junge Frau. Na komm. Jawohl. Tapfere kleine Amanda. Tapfer, tapfer.